wenn man Journalismus funktioniert gerade häufig, also häufiger als man will, so, dass irgendein Artikel anfängt mit "Im Netz wird gerade heiß diskutiert das". Das bedeutet meistens, irgendein Reporter hat 3 Tweets gelesen. Und die Frage aber, wie wird denn ein bestimmtes Thema diskutiert, ist eigentlich nicht ganz unspannend. Und vielleicht kann das der Mood Analyzer klären, von Jurik, Baran, Moritz und Alissa. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, also wie bereits gesagt, wir sind Mood Analyzer. Also dank unserer Website können wir die Stimmung. Ja. Können wir die Stimmung der Gesellschaft auf Twitter analysieren und dadurch herausfinden, was die Gesellschaft über ein bestimmtes Thema denkt. Sinn ist es auch, dadurch die sozialen, also die gesellschaftliche Situation zu klären. Ja, also wie man hier sieht, ist, wir haben eine Website und man gibt, das zeigen wir nachher, auf dieser Website einen Hashtag ein und einen Zeitraum. Und dieser Hashtag, die Daten davon werden dann an einen Python-Web-Server gesendet. Dieser kommuniziert mit einer Twitter-API und holt sehr viele Tweets zu dem Hashtag und in dem Zeitraum. Diese werden mit einer Python-Library namens NLTK analysiert und es wird eine Word-Frequency-Liste erstellt, also wie häufig bestimmte Worte vorkommen. Und was mit denen passiert, erklärt euch jetzt Baran. Also das mit der Sprachanalyse haben wir realisiert, indem wir uns aus dem Internet eine Dictionary heruntergeladen haben und jedes Wort aus der Liste, wie gerade Jurik erzählt hat, gleichen wir das ab und es wird klassifiziert, entweder in positiv oder negativ. Und am Ende kann man sich daraus aus der Anzahl von positiven und negativen Wörtern eine Prozentanzahl errechnen, die hier auf der Website gleich erscheint. Ja, und mit dieser Prozentanzahl mache ich jetzt weiter. Ich müsste hier jetzt erstmal einen Hashtag eingeben. Was gibt's denn jetzt so für ein Thema? Was könnte man da denn jetzt machen? Jugendhackt, habe ich gehört. Dann gebe ich das nochmal ein. Kannst du mal eben halten, Jurik? Ja. Danke. Dann gebe ich hier einen Zeitraum an. Ich wähle jetzt mal 3 Tage aus. Das heißt, aus den letzten 3 Tagen wird dann alles gelesen. Drücke auf Stimmung ermitteln. Jetzt dauert das ein bisschen, weil der Python-Server im Hintergrund arbeiten muss und alle Tweets durchlesen muss. Und jetzt sehen wir schon 83% des Internets. Ja! Ja, warte. Ja, so. Diese Website habe ich gebaut, das Ganze mit HTML, CSS und JavaScript. Als Framework habe ich noch Materialize CSS verwendet und um diesen wunderschönen Hintergrund zu machen, habe ich triangleify.js benutzt. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne nochmal allen Mentoren und Mentorinnen danken, vor allem unserer Mentorin, die uns da tatkräftig unterstützt hat. Und ja, es ist einfach super, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier so viel Lametta haben. Und nochmal, weil es einfach sein muss, Paula. Ich wollte noch eine Sache ergänzen kurz. Und zwar, falls man sich wundert, wie kommen denn hier 17% negative Tweets zustande? Das geht ja gar nicht. Das liegt daran, dass auf Jugendhackt, auf dem Tweet-Channel, zum Beispiel auch Leute sowas schreiben wie: "Oh nee, das WLAN geht gerade gar nicht." Und das wird leider mit erfasst. Gut, so viel. Aber dazu. Ich habe eine kurze Frage. Habt ihr mit anderen Hashtags auch rumgespielt und hat sich dann euer Eindruck, den ihr selber von der Stimmung habt, mit dem gedeckt, was aus dem sozusagen aus eurer App da rausfällt? Ja, aber das Problem ist, bei sehr berühmten Hashtags wie Donald Trump oder so kommen größtenteils englische Tweets und wir haben ein deutsches Wörterbuch, womit wir das analysieren. Okay. Aber wir können gerne nochmal irgendwas ausprobieren. Paula! Gib mal Paula ein, das wird jetzt eine Entscheidung. Oh. Oh, es hat sich noch niemand ein Bild gebildet. Mehr Paula! Vielen Dank. So.